So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Da oben ist unser Ausgang. Weil, wie gesagt, hier unten werden wir in 100 Jahren nicht fertig. Aber eine Sache steht noch auf der Agenda und das ist jetzt mal diese Mine. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich da jetzt am besten hinkomme. Ich bin jetzt eben genau auf der falschen Seite. Ich könnte mir das jetzt hier so ein bisschen, ja, erstmal durchs Wasser durch, sag ich mal. Hier rüber, ohne abzustürzen, einfach nochmal hier drumherum, wo ich ursprünglich hergekommen war. Und da irgendwie so ein bisschen dabei versuchen, nach oben zu kommen. Notfalls mit allem, was wir jetzt hier noch so haben. Cobblestone zum Beispiel. Da uns einfach mal irgendwie so einen kleinen Weg machen. Hilft ja nichts, müssen ja irgendwie dahin. Und ja, ich weiß, dass ich da die ganze Zeit an Kohle vorbeilaufe, aber ey. Keine Relevanz gerade. Überhaupt nicht. So. Einfach das Ziel vor Augen und das ist diese Mine. Höhe 32 wohlgemerkt, ne? Da haben wir natürlich dann auch nichts mit Diamanten am Hut, wenn wir einmal da drin sind. Aber eventuell trotzdem den ein oder anderen Loot. AKA Kiste. Hier laufen einfach mal die Schienen querfeldein. Das ist auch okay. Nehmen wir natürlich mal mit. Erstmal. Eisen hatte ich ja auch noch gesehen. Gehört also scheinbar schon alles so ein bisschen zu der Mine, aber noch nicht so ganz und noch nicht so halb. Ja. Ja. Ehrlich. Es ist doch scheiße. Ach, das ist ja. Ja, das ist ja noch beschissener. Komm doch mal. Wieder klar. Ich will eigentlich jetzt auch nicht zu sehr abschweifen. Das ist auch tiefer, als es gerade eben noch den Eindruck gemacht hat. Ich habe doch jetzt gerade auch unten, naja, Gold gesehen. Ja, gut. Ach, Mensch. Für Gold so eine Spirenzel habe ich doch eigentlich nicht nötig, oder? Für Gold so eine Spirenzel zu machen. Ach Mensch. Weiß ich nicht. Es ist auch nur dieser eine Goldblock, weißt du? Habe ich das wirklich nötig? Der muss jetzt hier raus. Naja, es sind noch ein paar dahinter, okay, aber ehrlicherweise, das war jetzt kompletter Unfug. Aber okay, hey. Ist okay, lasst mich mal sein. Das überfordert mich eh auf so vielen Ebenen hier gerade, dieses ganze Gebilde. Mit irgendwas muss man sich ja hier glücklich machen und motivieren. Ach komm. Ich werde sehen, dass ich irgendwo einen Eingang zu der Mine finde hier. Oder mir notfalls einen mache. So. Aber so richtig. So richtig als Mine kann man das ja auch noch nicht bezeichnen. Das hängt hier alles so ein bisschen in der Luft. Kennen wir ja bereits, dass es sowas gibt hier. Aber es führt ja auch, naja, da vielleicht. Aber hier so führt ja hier gar kein wirklicher Eingang da irgendwo rein. Da oben, ja. Da können wir es versuchen.
wenigstens mal hier reingucken. Ist da egal jetzt. Ist aber auch nichts. Das sind einfach nur leere Gänge. Ohne Schienen, ohne irgendwas. Hä? Willst du mich verarschen? Da drin gewesen sein kann ich ja noch nicht. Also das ist ja jetzt mal anders wild. Hä? Hier sind weder Schienen noch überhaupt irgendwas. Das ist ja... Hallo? Kann ich mal... Danke. Das ist ja anders wild. Ja gut, dann hätten wir noch da oben den Gang und dann verließen sie ihn, oder was? Ha, das ist ein Witz, oder? Das ist ein verdammter Witz. Ja. Ja, wenigstens die Schienen mit, wenn wir ja sonst schon nichts haben, aber... Ja. Ja, toll. Hä? Da hat sich einer gedacht, ich spawn hier mal so was Miniges, aber für weiter hat es auch nicht gereicht, hä? Es geht nirgendwo rein hier. Das ist gar keine richtige Mine, es ist einfach nur so... Ja, weil es gerade lustig war, oder was? Hör mal. Das haben wir ja in der Form so jetzt auch noch nicht erlebt. Okay, naja. Ich sag mal nichts dazu. Ich nehme mal ein bisschen Kohle mit hier. Wie gesagt, ist anders wild. Ein bisschen Kupfer wollten wir ja auch noch, haben wir gesagt. Egal. Wenn wir nur ein oder zwei 64er haben, am Ende müssen wir uns eh wieder ein paar Sachen entledigen, wenn wir wirklich noch hier unten viel finden wollen. Ah, das sollte ich vielleicht nicht machen. Tschüss. Das wäre der Tod. Ich weiß, von hier oben sieht man auch immer noch so viel, aber... Boah, nee, das inspiriert mich nicht. Das ist mir eigentlich, ist mir das too much. So eine Höhle, wo man so ein bisschen durchschwänzeln kann. Hier lang, da lang, dort lang. Dann hat man irgendwann alles abgegrast. Aber hier, du weißt ja gar nicht, wo du anfangen sollst. Das ist ja das Problem. Ich muss das nochmal kurz auf mich wirken lassen hier. Nee, weiß ich nicht. Nicht wirklich irgendwas, wo ich da ansetzen möchte. Oder kann oder will. Bah, nee. Also bevor ich mich jetzt hier noch lange da dran jetzt irgendwie festbeiße und hier verzweifelt nach irgendeinem Weg suche, ganz ehrlich, dann ist es eben ein Projekt gewesen, was wir mal auf uns genommen haben. Wir würden das wahrscheinlich jederzeit wieder finden, schätze ich mal. Aber, nee. Will ich nicht wirklich. Ich will nicht wirklich. Das geht da drüben auch nur so weiter und... Ah, nee. Nee, 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 nee. Lass mal gut sein. Ich wollte es auf einen freudigen Versuch wirklich ankommen lassen, aber lass es mal gut sein. Das ist mir ein bisschen zu üppig hier. Ich gehe lieber Blumen pflücken. Vielleicht finden wir ja auch noch was Kleines, Dezentes, weißt du. Das ist ja mal wirklich kompletter Schlag. Der ganze Berg ist ja quasi gefühlt, besteht ja hier aus Höhle. Kann man ja nicht anders sagen, der Berg ist komplett hohl. Und das wird wahrscheinlich immer so sein, wenn wir so die Berge haben, weil wir sind ja da hinten, wo wir die letzten Male so rumgereist sind, hatten wir auch viele so eine Berge gefunden, die dann immer mal wieder irgendwie so einen Höhleneingang hatten, wo ich gedacht habe, ja, wird wahrscheinlich auch der halbe Berg unterhöhlt sein. Aber wie gesagt, das ist mir ein bisschen zu wild. Das will ich nicht. Sage ich aber auch ehrlich so, wie es ist. Weil guck mal hier.
Selbst hier musst du aufpassen, dass du dir hier nicht das Genick brichst. Du kannst ja so fröhlich in der Sonne rumtappern hier und fliegst dann in irgendein Loch rein, was aber auch direkt ein Höhleneingang sein kann. Wie gesagt, das anders wild will ich nicht. Nee. Keine Lust drauf. Muss ich mal gucken, hier 57 haben wir davon. Bin ich nämlich dann auch schon wieder voll. 61, 62, 63, jo. 64 kann ich von den gelben nämlich schon wieder keine mehr mitnehmen, weil, naja gut, ich habe ja noch klar. Aber will jetzt auch hier nicht übermäßiges Inventar mit irgendwelchem Mist füllen, sage ich mal so wie es ist. Ja, also. Hä? Oh, ach ja. Ach ja, das gehört zum NPC-Dorf, ich sag's nur. Das ist hier so ein bisschen verklusbert. Das wird da oben sein und ich glaube, dann ist es das, wo ich schon mal war. Weil hier waren wir schon mal, das weiß ich genau. Alleine schon wegen diesem Ding da hinten. Da haben wir schon mal irgendwann eine Reise hingemacht. Hier oben ist ein Dörfchen irgendwo. Können ja da nochmal einen Besuch abstatten, gucken. Vielleicht gibt es ja da auch noch Sachen, die wir noch nicht haben. Die wir damals irgendwie vergessen haben oder ignoriert haben oder was weiß ich. Ah. Müsste man jetzt natürlich auch erstmal wieder gucken, wie es denn da am besten jetzt nach oben geht. Ah, kriegen wir, glaube ich, hin. Haben wir ja schon mal hingekriegt. Wird sicherlich einen Weg geben hier. Ach. Da unten ist noch ein Beet, gehört auch dazu. Ja, ist ja nett. Passt ja. So. Mhm. Auch sehr unterhöhlt hier das ganze Dörfchen. Ja, schön sieht's ja aus. Na, waren wir, also auf jeden Fall schon mal, wie gesagt, vielleicht habe ich aber auch noch irgendwas vergessen. Die haben ja sogar diesen kleinen Marcht hier. Scheint auch so, als ob ich damals immer direkt die Kisten mitgenommen habe, weil hier sind ja nicht mal welche irgendwie drin, ne? Habe ich damals tatsächlich die Kisten mitgenommen? Das ist ja auf jeden Fall mal meine Handschrift hier, das habe ich mir gebaut, damit ich überhaupt in diese Häuser reinkomme. Weil das ja teilweise so schäbig gebaut war. Da waren wir bestimmt auch schon in der einen oder anderen Höhle drin hier. Sicherheit. Oder die hatten tatsächlich keine Kisten. Wir sind damals schon so verzweifelt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Die werden sie jetzt auf jeden Fall alle zu Bett legen, weil die Sonne untergeht. Ups. Ja, Juri. Lass mal. Gut, nee, ansonsten ist ja auch nichts. Wir können das ja hier mal so als Folgenausklang lassen. Blumen gibt es hier oben auf jeden Fall mal genug, falls wir noch ein paar brauchen. Nur so ein paar rote. Alter. Alles voll. So, nee, ich muss erstmal eine Nervenzigarette rauchen. Und dann schauen wir mal, was in der nächsten Folge auf uns zukommt. Bis dahin, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao mit V.